Der türkische Elektroautohersteller TOGG hat seine für 2025 geplante Limousine auf der CES als seriennahen Prototyp präsentiert und technische Daten veröffentlicht. Der T10F wird das zweite Modell von TOGG nach dem SUV T10X und wird in drei Versionen auf den Markt kommen. Alles, was man aktuell darüber wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. TOGG will bis zum Jahresende einen Deutschlandstart aus dem Nichts hinlegen und derzeit gibt es weder Niederlassungen noch ein Werkstattnetz. Verkauft wird direkt über das Internet, Anlaufstellen für Probefahrten sind nach und nach in großen Städten geplant. Den Kundendienst sollen Partner übernehmen. Im Gespräch sind dabei unter anderem Bosch-Servicestationen. Bei tiefergreifenden Reparaturen soll der Wagen aber auch abgeholt und gebracht werden. Beim Design hat sich TOGG prominente Hilfe geholt. Pininfarina hat den türkischen Hersteller unterstützt. Entstanden ist eine zeitgemäße sportliche Optik mit Ecken und Kanten. Auffälligstes Merkmal sind die großen bumerangförmigen Tagfahrlichter an der Frontschürze. Das F in der Modellbezeichnung steht übrigens für Fastback. Es handelt sich also nicht um eine klassische Stufenhecklimousine mit kleinem Kofferraumdeckel wie etwa beim Tesla Model 3 oder Mercedes EQE, sondern um ein Fließheck, bei dem auch die Heckscheibe mit nach oben schwingt und so eine große Kofferraumöffnung freigibt. So wie beim Polestar 2, BMW i4 oder VW ID.7. Im Innenraum bietet der T10F einen auffälligen 29 Zoll Touchscreen, der bis vor den Beifahrer reicht. Der Fahrer hat hinter dem Lenkrad zusätzlich ein eigenes 12,3 Zoll Instrumentendisplay. In der Mitte ist noch ein 8 Zoll großer Touchscreen für die Klimasteuerung verbaut. Im Vergleich zum T10X soll es im Innenraum ein neues Lenkrad sowie geänderte Sitze und Türverkleidungen geben. Der TOGG T10F ist 4,83 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Somit ist er größentechnisch etwa auf dem Niveau des i4 angesiedelt. Der ID.7 ist einige Zentimeter länger. Der T10F basiert auf derselben Plattform wie das SUV T10X und bringt es auf einen Radstand von 2,89 Metern. Je nach Version und Ausstattung liegt das Gewicht zwischen 1,94 und 2,21 Tonnen. Dementsprechend ist das Kofferraumvolumen des T10F mit 500 bis 1350 Liter auch eher mit dem i4 vergleichbar, der 470 bis 1290 Liter hat. Der ID.7 kann mit 532 bis 1600 Liter, vor allem bei umgeklappten Rücksitzlehnen, deutlich mehr laden. TOGG will den vollelektrischen T10F in drei verschiedenen Versionen anbieten. Den Einstieg bildet die Variante Standard Range mit 160 kW oder 216 PS starkem Hinterradantrieb und einem 52,4 Kilowattstunden großen Akku, der für 350 km Reichweite sorgen soll. Ebenfalls mit diesem Motor sowie Hinterradantrieb ist die Version Long Range ausgestattet. Sie kommt aber mit einer größeren Batterie. Bis zu 600 km Reichweite verspricht TOGG dank eines 88,5 Kilowattstunden Akku. Das Topmodell Long Range AWD soll es mit derselben Batterie nicht ganz so weit schaffen, also ca. 530 km, denn das kommt mit Allradantrieb und mehr Power. Zwei Motoren sorgen für eine Leistung von 320 kW oder 435 PS. Beim T10F handelt es sich allerdings noch um vorläufige Werte des seriennahen Prototyps. Das Serienmodell soll wohl gegen Ende des Jahres vorgestellt werden, die Serienproduktion ist für 2025 geplant. Bei TOGG gibt es mit dem T10F auch schon die erste Weiterentwicklung der eigenen Ladetechnik. Beim SUV T10X war noch von einer maximalen DC-Ladeleistung von 150 kW die Rede, bei der Limousine soll an entsprechenden Schnellladesäulen der Strom schon mit 180 kW in den Akku fließen. Die DC-Ladedauer von 20 auf 80%, also nicht das übliche Fenster von 10 auf 80%, gibt TOGG unabhängig von der Akkugröße mit 28 Minuten an. Für das AC-Laden ist ab Werk ein 11 kW Lader verbaut, optional sollen 22 kW möglich sein. Außerdem soll der T10F Vehicle to Load unterstützen, es können also elektrische Geräte mit Strom aus dem Antriebsakku betrieben werden. Vehicle to Home oder Vehicle to Grid Funktionalitäten werden noch nicht erwähnt. Außerdem soll sein System immer auf dem neuesten Stand sein durch kontinuierliches Lernen und Over-the-Air-Updates. Der T10F ist mit einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go ausgestattet.
Weitere Sicherheitsfunktionen sollen unter anderem eine Rundumsichtkamera und ein Totwinkelassistent, eine elektronische Stabilitätskontrolle und ein Spurhalte- und Spurwechselassistent sein. Für den deutschen Markt hat TOC selbst noch keine Preise veröffentlicht. Es sei aber davon auszugehen, dass sich der T10F preislich im Rahmen des T10X SUV bewegen wird. Der Basispreis hier liege bei 45.000 Euro. In der besten Ausstattungsvariante kostet das Fahrzeug 57.320 Euro. Ihr könnt mir unter das Video schreiben, was ihr denkt, wie viel der bei uns kosten könnte. Wie gefällt euch der neue TOC T10F? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!